Der deutsche Konzern Bertelsmann und die japanische Unternehmensgruppe Sony haben angekündigt, ihre Musiksparten BMG und Sony Music zu einem Gemeinschaftsunternehmen zu fusionieren. Eine entsprechende Absichtserklärung sei bereits unterzeichnet worden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Bei einer Verschmelzung könnte das neue Unternehmen Sony BMG dem bisherigen branchenersten Universal Music die Marktführerschaft streitig machen. Heute Abend wird in Berlin die Repräsentanz der Bertelsmann AG unter den Linden feierlich eröffnet. Es wirkt wie inszeniert, wenn ausgerechnet hier und heute die Fusion im Musikgeschäft mit Sony bekannt gegeben wird. So können wir in vielen, vielen Ländern Künstler aufbauen, denn auch Sony hat in 50 Ländern seine Niederlassung. Und wenn wir die zusammenlegen, dann sparen wir natürlich Geld. Ein monatelanges Suchen war dem vorausgegangen. Bei Warner Music waren die Gütersloher abgeblitzt. Erst in den letzten Wochen kamen sich Sony Music und die Bertelsmann Music Group näher. Fusioniert wollen sie sich Sony BMG nennen und gleichberechtigt im Vorstand agieren. Produktpiraterie und Konjunkturflaute verführten die Branche zu ruinösen Preiskämpfen um Stars wie Jennifer Lopez. Die Umsätze brachen dramatisch ein. Das zwingt zur Konzentration, beseitigt aber nicht die Ursachen. Bei den anderen Labels laufen im Moment auch Gespräche über Zusammenschlüsse. Die Frage ist, werden die Kartellbehörden mitmachen? Sowohl in den USA als auch in Europa müssen die Kartellbehörden erst noch zustimmen. Und inzwischen wird die Konzentration in der Branche so groß, dass die Frage ist, kriegen andere überhaupt noch eine Erlaubnis dann? Und die Frage ist auch noch nicht beantwortet für Bertelsmann, ob sie die Erlaubnis bekommt. Bertelsmann rechnet mit dem Segen, aber noch ist das Geschäft nur angekündigt. Der Vertrag mit Sony steht noch aus. Der Palast der Republik im Zentrum Berlins wird abgerissen. Der zuständige Bundestagsausschuss stimmte heute einem entsprechenden Antrag aller Fraktionen zu. An der Stelle des ehemaligen Prestigebaus der DDR soll zunächst eine Grünfläche angelegt werden, hieß es in einer Mitteilung. Der geplante Wiederaufbau von Teilen des Berliner Stadtschlosses und seiner historischen Fassaden soll demzufolge erst in einer, so wörtlich, haushaltsmäßig besseren Situation des Bundes erfolgen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 7. November.